Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back mit einem neuen Tutorial von Wie spiele ich Tekken 7? So, im letzten Part haben wir das Movement komplett durch und ich habe mich so gefragt, ja, jetzt müssen wir eigentlich zu den Attacken gehen. Wie mache ich jetzt weiter, war die Frage. Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor ich es jetzt irgendwie zu trocken mache, machen wir es erstmal. Genau, also grob, ja, grob, dass ihr wenigstens jetzt so die Idee davon bekommt und erst dann gehen wir ins Detail, weil ich zuerst mit den Details anfange und dann erst ins Grobe damit gehe, dann wäre das wahrscheinlich vielleicht wieder schon ein bisschen zu kompliziert und so schwer will ich es euch gar nicht machen. Ich will es so einfach wie möglich machen und deswegen fangen wir nochmal mit einer Wiederholung an. Ich kann euch jetzt nicht wirklich Aufgaben geben, ihr müsst selbst gucken, wie weit ihr damit kommt. Aber fangen wir nochmal, also nur ganz kurz eine Wiederholung von wegen Movement, Forward, Back, Down, Up, Forward, Forward, also Forward Dash, Back, Back, also Back Dash, Down, Down für Sidewalk und Up, Up für Sidewalk. Dann gibt es Down, Forward, Down, Back, Up, Back, Up, Forward. Down fürs Schützen für Lows und Back fürs Schützen von Mids und Highs. Und dann gibt es den Quarter Circle für Stances oder Attacken. Vor wie zurück. Die Half Circles, die aber kaum benutzt werden. Und dann gibt es den Crouch Dash für zum Beispiel solche Attacken, beziehungsweise den Wave Dash. Und das gleiche gilt für den Back Dash. Korean Backdash bzw. Backdash Cancel. Okay, und das hier ist 1, 2, 3, 4, 1 plus 2, 3 plus 4, 1 plus 3, dann kommen 1 plus 3 und 2 plus 4. Ja, das sind die wichtigsten. Es gibt auch 2 plus 3 und 1 plus 4, aber damit wäre es das jetzt eigentlich so. Und das Movement, da habe ich euch jetzt genug gezeigt, jetzt gehen wir zu den Attacken rüber. Also ist jetzt 1, 2, 3 und 4 eher das Wichtigere. Okay, ich fange es jetzt ganz einfach an. Dafür sollten wir die Stage wechseln. Levelauswahl. Weil da nehme ich gleich eine mit der Wand, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, also ein Combo, wir fangen mit Combos an. Ein Combo fängt man immer mit einem Launcher an. In TTT2 wurde das eigentlich in der Liste angezeigt. Eigentlich, aber ich glaube, das haben sie hier jetzt entfernt, was ich ein bisschen blöd, gerade für Anfänger, finde. Deswegen gehen wir erstmal die Basic-Attacken durch, ja? Diese universellen Attacken, die wirklich jeder hat. Und zwar der meistgenutzte Launcher, beziehungsweise ein universaler Move. 90% aller Spieler haben ihn, selbst wenn in verschiedenen Variationen, ist der Hopkick. Und der Hopkick ist Up Forward plus 4. Das ist der Hopkick, den haben viele. Wie gesagt, um die 90% aller Spieler. Damit kann man einen Combo anfangen, weil er launcht, also hochfetzt. Das sind Launcher. Okay? So. Dann gibt es noch Shoulders, die sind entweder 1 plus 4 oder Forward 1 plus 4. Jin hat jetzt zum Beispiel, also eigentlich alle Mishimas haben keinen, aber es gibt Leute, die den haben. Dragunov hat eine besondere Version. Lars hat einen. Armor King hat einen, der leider nicht dabei ist. King hat einen ganz komischen. Paul hat einen. Ja, es gibt viele Charaktere. Link Shaoyu zum Beispiel auch noch. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich direkt vergesse, aber Shoulder ist eigentlich auch so ein universeller Move. Den benutzt man zum Punishen, aber dafür kommt man später. Ja, universelle Moves. Das sind eigentlich die meisten. Die anderen sind schon wiederum so speziell.
dass man sie nicht als Universal-Move, weil eigentlich ein Universal-Move wäre noch Slide von 4-3. Also, dass der Gegner so auf den Boden fällt, den hat Kazuya auch. Dass man den Gegner so auf den Boden dann kriegt, den haben aber immer weniger Leute, beziehungsweise in besonderen Variationen. Dragunov und Paul haben ihn mit Forward Forward vor, genau wie Nina. Eigentlich alle Mishimas haben ein 4-3 Slide zum Runterbrettern. Ja, und dann alles andere ist wieder ein bisschen variiert, da müsst ihr die Komboliste durchgucken. Deswegen kann ich da nicht mehr schon so von Universal-Move reden. Früher hat man das viel öfter gehabt bei allen Charakteren. Fällt mir noch was ein? Eigentlich nicht, nee. Das wären eigentlich so diese Basic-Universalen Moves. So, und jetzt fangen wir mal mit den Combos an. Ja, und zwar braucht ihr zuerst einen Launcher. Einen Launcher, der fetzt hoch. Davon gibt es viele. Genau. Obwohl, das kann man eigentlich auch zu einem Universal-Move dazu zählen, und zwar Down Forward 2. Bei Jin ist es jetzt Off-Counter. Kazuya hat ihn zum Beispiel gar nicht, da hat er was anderes. Aber Law hat ihn, Horang hat ihn, Dragunov hat ihn, Paul hat ihn. Viele haben den. Der war früher genau wie das 3-4. War der genau eigentlich eher so Richtung Universal Move? Lebelong hatte ihn auch, Armor King. Armor King hat da jetzt eine andere Version. King hat ihn auch nicht mehr. Also es ändert sich stetig, aber wie gesagt, das sind so diese Common Moves, diese Universal Basic Moves, okay? So, wie gesagt, man fängt mit einem Launcher an. Bei Jin, Devil Jin und Asuka gibt es die Can-Can-Kicks. Das ist Down 3 plus 4. Das seht ihr unten, was ich drücke. Ich kann auch Down Forward 2 machen oder Up Forward 4, also einen Hop Kick. Ja, es ist eigentlich egal, wie man ihn launcht. Und launchen heißt nicht einfach eine Attacke mit hochfetzen, sondern Launch kann auch sowas sein, ja. Wenn er den Gegner sozusagen vom Boden wegfegt, aber so, dass er ihn trotzdem noch mit einem Anhang bekommt. Ja, das sind so sogenannte Launcher. Wenn der hier Down Forward 4 auf Counter trifft, den haben auch manche, aber der ist sogar noch seltener als Down Forward 2. Wenn der hier auf Counter trifft, kann ich da auch was machen, ja. Also ihr müsst gucken, welche Attacken launchen. Ihr könnt auch mit einem Crash hier, damit könnt ihr auch Kombos machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich muss halt immer auf Counter treffen jetzt. Ja, das geht halt. Da kann man auch weitermachen. Hier, das ist jetzt ganz basic, oder wir machen es sogar so. Ja. So, auf jeden Fall, ihr solltet euer Command List für euren Charakter angucken und dann durchgehen, okay, was für Launcher hat er, was für Key Moves hat er. Es gibt normale Launcher, es gibt welche, die treffen nur auf Konter. Konter heißt, entweder ihr seid aufgeladen, was ihr eigentlich überhaupt nicht benutzen sollt. Dieses Aufladen ist eigentlich nur eine Simulation davon, was passiert, wenn ich den Gegner treffe, während er angreift, weil dann passiert eigentlich genau das gleiche wie das hier. Die Eigenschaft des Moves ändert sich und er fällt plötzlich um. Seht ihr das? Würde ich das jetzt ohne Aufladen, also beziehungsweise ohne Counterangriff machen, dann fällt er gar nicht um, dann trifft es einfach nur low. Und das könnt ihr, wenn ihr wollt, hier hinten einstellen. Rage und Gegenangriff, also Konterangriff. Wenn ihr da jetzt auf Gegenangriff einstellt, dann muss ich gar nicht mehr aufladen, sondern ich mache ohne Aufladen so, und das hier passiert schon automatisch. Worauf ihr aber achten solltet, wenn ihr Kombos testet: gecounterte Moves, also Gegenangriff-Moves, sind viel stärker, 5 Damage oder so stärker, als der Move, wenn er nicht im Gegenangriff trifft. Ja? Darauf solltet ihr achten. So. Also, Launcher, dann könnt ihr entweder Juggle machen.
heißt, dafür könnt ihr auch One-Two nehmen. Juggle heißt einfach Attacken, mit dem ihr den Gegner in der Luft behält. Ja? Einfach mal in der Luft lassen. Da könnt auch die ganze Zeit, wenn ihr das hinkriegt, One mit Forward, Forward abwechseln, das ist völlig egal. Aber dieses den Gegner in der Luft lassen, während ihr ihn hochgefetzt habt, das nennt man Juggle. Das ist sozusagen die zweite Stufe eines Kombos, ja, die zweite Stufe. Die dritte Stufe, die wird manchmal sogar als zweite Stufe genutzt, weil der Juggle manchmal übersprungen wird, je nachdem, wie ihr es gerade für nötig hält. Hier ist es ein bisschen weit bis zur Wand zum Beispiel. Ja, falscher Move. Deswegen benutze ich zuerst ein Juggle, um an die Wand zu kommen, ja? Und da gibt es die verschiedensten. Ihr müsstet halt, ein Juggle müsst ihr halt gucken, dass er nach Ende eures Strings, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel 1-2 mache, dann ist es okay. Wenn ich jetzt aber 1-2-3 mache, dann ist es schon kein Juggle mehr, weil ich den Gegner schon runtergefetzt habe und ich kann nicht weitermachen, weil er nicht mehr oben ist. Deswegen solltet ihr auch Strings abbrechen. Ja? Solltet ihr die auch abbrechen und gucken, dass sie den Gegner immer noch, selbst nachdem ihr sie ausgeführt habt, oben behalten. Ja? Das ist sozusagen Schritt 2. Und zum Schluss, wenn ihr denkt, okay, jetzt will ich sozusagen schon über die Hälfte gehen, ja, über die Hälfte, nicht zum Schluss, sondern über die Hälfte, dann benutzt ihr den Tailspin Move. Und das ist sozusagen die neue Mechanik in Tekken 7. In Tekken Tag Tournament war es der Bound, genau wie in Tekken 6. Da hat man den Gegner so runtergefetzt mit einem Splat sozusagen, Ground Splat, ja. Und dann sind die Beine vom Gegner hochgegangen. Hat Jin so einen Move, dass ich euch das zeigen kann? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein. Auf jeden Fall, dann gehen die Beine vom Gegner hoch und dann könnt ihr so weitermachen, aber das war in Tekken 6 bzw. Tekken Tag 2. Das hier ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt werden Tailspins gemacht für Combos. Hier, und die sehen dann so aus. Ja? Tailspins erkennt ihr bei der Komboliste, ja, bei dem Befehlsverlauf, hier mit diesem grünen Symbol. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich weiß, die Quality sackt. Und zwar ist da so eine Art Feder, ja, so eine Art Feder mit diesem grün-weiß. Und das heißt Tailspin hier. 1-2-4 steht hier. Ich drücke 1-2-4. So, Tailspin Move. Okay? Hier nochmal so. Tailspin Move. Und dieser Tailspin wird nur funktionieren, wenn ihr den Gegner entweder auf Counter getroffen habt. Ja, nicht mal da. Nicht mal mehr da. Sondern ihr müsst ihn wirklich zuerst hochfetzen. Ja, launchen. Wenn ihr den Gegner nicht gelauncht habt, dann funktioniert euer Tailspin auch nicht. Ja. Zum Beispiel vor, das ist ja eigentlich das Ende von diesem String hier, vor ist ein Tailspin Move. Er macht aber nichts, er dreht den Gegner, ja. Treffe ich den Gegner damit aber in die Luft, entsteht ein Tailspin-Move. Also ihr müsst gucken, welcher ist der beste Launcher oder ihr müsst eigentlich alle Launcher ausprobieren. Alle, die ihr drauf haben könnt, ja. Dann macht ihr ein bisschen Juggle und dann macht ihr ein Tailspin-Move. Ja, das ist ein Combo. Und zum Schluss, was man dann machen sollte. Ja, da kommt es drauf an, wie lang der Combo ist. Oder beziehungsweise, wann man nach dem Launcher den Tailspin einsetzt, ja. Dann kommt es drauf an, wie weit die Range ist, ja. Also der Abstand von mir bis zum Gegner. Wenn ich jetzt direkt mit vormache, dann ist Range völlig okay. Mache ich aber sowas, dann ist er viel weiter weg von mir. Und ich kann mein Combo nicht zu Ende bringen, weil das Ende eines Combos ist ein Splat. Sollte ein Splat am Ende sein. Ihr könnt sonst was machen. Ihr könnt auch Ground Splats zum Schluss benutzen.
damit, wenn der Boden kaputt gehen kann, dass er kaputt geht und ihr macht dann weiter, weil dann ist er eigentlich nochmal gelauncht, ja, dann ist er nochmal gelauncht. Und basically funktioniert es einfach so: Launcher, also nochmal Launcher, Juggle, Tailspin, Splat. Ob es jetzt ein Ground Splat oder ein Wall Splat ist, ist völlig egal. Und achtet gar nicht so viel drauf, wie viel der abnimmt, weil jeder normale Kombo nimmt ungefähr die 60 ab. Und das macht ihr dann dreimal und der Gegner ist weg. Also ihr müsst jetzt nicht den überkrassen, langen und komplizierten Kombo drauf haben. Ihr solltet nur wenigstens, sage ich jetzt mal, drei Variationen haben, dass wenn der Gegner Scheiße baut und ihr sagt, okay, jetzt kann ich mein Kombo benutzen, dann macht ihr das einfach einmal. Bam, wartet wieder, bis der Gegner Scheiße baut, macht es zweimal und dann wieder dreimal und dann ist es schon vorbei. Ja, also ihr müsst da jetzt nicht die überkrassen. Ihr könnt auch einen ganz einfachen nehmen, ja. Das ist völlig egal. Selbst wenn ihr jetzt nur 40 abnimmt, Hauptsache, ihr habt es den Basic, ja, diese Grundlage vom Combo drauf, darauf kommt es an. Weil erst wenn ihr diese ganz einfache Grundlage habt und selbst wenn es nur so ein Billig-Combo ist, ja. Okay, der hat jetzt nicht getroffen. Wenn es nur so ein Scheiß-Dreier-Hit ist, ist völlig egal. Weil wenn ihr das nicht verstanden habt, wie das Ganze funktioniert, dann werdet ihr auch die komplizierten Kombos niemals verstehen. Niemals. Ja? Und wie gesagt, achtet immer auf die Range. Weil wenn ich jetzt hier hingehe, ja, und ich greife so an, dann treffe ich ihn gar nicht. Dann treffe ich ihn gar nicht. Was ich hier machen muss, um den Gegner nach dem Tailspin zu kriegen, ist ein Forward, Forward und dann eine Attacke, ein Splat. Ja? Wie gesagt, ich habe es euch vorhin ohne Forward Forward, jetzt mit Forward Forward. Seht ihr? Jetzt habe ich ihn gekriegt. Und das ist nur möglich durch mein Forward Forward. Und genau so werden Kombos kompliziert. Weil ihr müsst rauskriegen, mit welcher Range euer kompletter Kombo reicht. Ob ihr einen kurzen macht, ja, einen kompakten, wo ihr nicht viel Aufwand braucht, der nimmt aber trotzdem gut ab. Oder ihr macht ihn aufwendig, müsst dann aber Sachen einbauen, wie jetzt zum Beispiel einen Forward Dash. Damit der Follow-up, ja, der Follow-up, also sozusagen der weitere Schritt, dann überhaupt erst trifft. Und so werden Kombos kreiert. Das ist jetzt kompletter Basic. Kompletter Basic. Aber wie gesagt, nochmal von vorn. Einen Launcher aus der Kombo-Liste, einen Juggle, einen Tailspin und einen Splat. Und damit habt ihr ein Kombo. Nochmal. Macht es euch nicht so schwierig. Macht es euch so einfach wie möglich. Gewöhnt euch dran, geht nur ein, zwei Schritte weiter, versucht ein bisschen besseren und arbeitet euch immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis ihr sagt, okay, einen besseren kriege ich nicht mehr hin, also wird es mein Standard-Kombo und dann ist es auch völlig egal, wie viel der abnimmt und was das ist und sonst was. Seid stolz drauf, seid froh damit, es passt so wie es ist, ja. Übertreibt es nicht gleich, weil wenn ihr gleich von 0 auf 100 geht, dann kommt ihr zu keinem Ergebnis. Und dann bringt es euch auch im Endeffekt nichts, ja. Gebt euch mit dem, was ihr jetzt schafft, für den Anfang zufrieden und arbeitet euch Stück für Stück weiter, dass ich sagen kann, ich mache zuerst so, dann so. Also sowas. Zack, zack. Dann mach ich den hier. Ja. Und dann fange ich mal mit einem anderen Launcher an. Und dann mache ich vielleicht das mal. Vielleicht brauche ich da gar keinen Tailspin. Und am Ende kommt dann halt sowas raus. Ja. Und das hätte ich jetzt auch nicht alles hingekriegt, wenn ich nicht mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe, angefangen hätte. In fact. Ich habe von Tekken 1 bis Tekken 7 alle Teile durch. Ich habe alle Teile gespielt. Diese Kombos, diese einfachen, ja, diese ganz basic, das, was ich euch gerade zeige, das habe ich erst in Tekken 4, Tekken 5 gelernt. Das habe ich erst da gelernt. Und Tekken 4, Tekken 5, das ist 2002, 2005, ja. Dann kam Tekken 6 und ich hatte keine Ahnung von dem Bond. Ich habe immer noch diese ganz normalen Kombos hier so benutzt, so sowas. Oder in Tekken 5 war es dann halt, ich glaube, der hier. Ja, gar kein Bound.
Überhaupt nicht. So habe ich bis Tekken 5 bzw. Tekken 6 Kombos gemacht. Erst in TTT2, erst gegen 2012, ja, was als Tekken-Spieler eigentlich noch gar nicht so lange her ist, ja, überhaupt nicht lange her. Erst da habe ich diesen Bound-Mechanismus bzw. jetzt diesen Tailspin rausgefunden, dass man den mit in einem Combo einbinden kann. Deswegen sage ich euch, macht es euch nicht zu schwer und seid stolz drauf. Macht es so kompakt wie möglich, so dass es für euch am angenehmsten ist, dass ihr das wirklich auch in jedem Fight benutzen könnt. Gewöhnt euch dran, selbst wenn ihr schon wisst, dass ihr einen Schritt weiter gehen könnt. Bleibt lieber noch ein bisschen kompakter und übt es. Und wirklich erst, wenn es euch auf die Nerven geht, wenn ihr das wirklich mit geschlossenen Augen könnt und ihr irgendwie sagt, ey, ich brauche nicht mal nachdenken und schaffe das schon. Ich muss nicht mal auf die Glotze gucken, dass ich das hinkriege. Dann könnt ihr andere ausprobieren, dann erst. Ja, wie gesagt, gebt euch zufrieden. So. Jetzt habe ich euch gesagt, was man für einen Combo braucht. Und zwar ein Launch, ein Juggle und ein Tailspin. Ich habe jetzt mit Absicht hier die Wand genommen. Ich hätte jetzt noch eine Stage nehmen können mit einem Boden, der zu zerbrechen ist. Das zeige ich euch gleich. Und zwar nennt man sowas Wall Carry, ja? Wenn ihr jemanden juggelt und das extra lange, nur damit er zur Wand kommt, dann nennt man sowas Wall Carry. Hier. So. Wie kommt sowas überhaupt zustande? Wie kriege ich den Gegner überhaupt bis zur Wand selbst? Selbst wenn ich nur sowas benutze. Na komm, Jin, mach mit. Ja, wie kriege ich ihn zur Wand? Das Ding ist, wenn ihr einen Combo drauf habt, ja, und ihr seid beim Juggle und macht euren Tailspin, dann sollte nach dem Tailspin kein Splat, sondern ein Pick-up-Move kommen. Pick-up-Moves sind Moves, die meistens zuerst low treffen, beziehungsweise mid, aber low aussehen. Und dann wieder hochgehen, beziehungsweise mit High gehen, damit der Gegner wieder hochgefetzt wird. Jin hat da eine der besten Pickups im kompletten Game, und zwar Back to One. Seht ihr das? Er fetzt immer wieder hoch, dass die Range sich nicht so krass verkürzt. Das ist jetzt völlig egal. Aber es geht darum, dass ihr solche Moves rausfindet, dass wenn ihr den Gegner hochfetzt, ja, und ihr setzt einen Pickup ein, dann erkennt ihr ihn daran, dass er eigentlich genauso hochkommt wie bei einem Launcher, wie bei dem hier oder dem hier, ja, dass er wieder genauso hochkommt. Das sind sogenannte Pick-up-Moves, ja. Ihr nehmt den Gegner und fetzt ihn wieder hoch, obwohl er eigentlich schon oben war, okay? So, und da gibt es die verschiedensten Sachen. Ihr müsst für euch selbst entscheiden, mache ich jetzt Juggle und Tailspin? Mache ich jetzt zuerst Pickup und Tailspin? Da könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr wollt. Selbst entscheiden, wie ihr wollt. Und die einfachste Methode, ja, wenn ihr schon ein bisschen besser mit den Kombos seid, wenn ihr jetzt nicht sowas benutzt, oder ihr könnt es sogar machen, ich zeige es euch mal ganz kurz, ihr könnt es sogar machen, wenn ihr nah genug an der Wand seid. Ja. So, seht ihr? Das war wahrscheinlich schon zu nah. So. Na komm, wie viel Range brauche ich denn da? Fast. So, Wand. Ja, selbst mit einem ganz einfachen Combo habe ich ihn zur Wand gefetzt, also gegen die Wand gesplattet. Und das ist sage ich jetzt mal, ein erweitertes Ziel eines Combos, ja? Ein höher gesetztes Ziel eines Kombos. Nicht nur ein Kombo durchzuführen, sondern ihn zu splatten, damit er entweder durch den Boden fetzt oder ihn zu pick-upen, damit er gegen die Wand fetzt, ja? Denn das Ding ist, das zeige ich euch jetzt erstmal so, sobald ihr den Gegner gesplattet habt, bei einem Kombo, ja, bei einem Kombo, wie ich ihn euch gerade gezeigt habe, wenn ihr zuerst einen Tailspin und dann einen Pick-up-Move benutzt, und der dann gegen die Wand fällt, dann ist er schon gesplattet. Wenn ihr aber so vor der Wand steht, dann müsst ihr den Gegner zuerst splatten, bevor ihr überhaupt erst ein Combo
ein Wall-Combo benutzen könnt, weil selbst solche Wände können brechen, ja? So. So, erst in diesem Zustand ist er gesplattet. Nach einem Combo bzw. nach einem Lunge und einem Tailspin-Move und dann einem Pick-up gegen die Wand, dann ist er schon, wenn er gegen die Wand kommt, in diesem Zustand. Wenn er davor steht, müsst ihr ihn zuerst splatten. Und diese Moves sind meistens Forward bzw. Forward-Forward-Moves, die splatten. Das ist die eigentliche Eigenschaft von Forward-Moves, wie zum Beispiel Forward-4, was jetzt hier nicht der Fall ist bei Jin. Bei Katsuya wäre es Forward-2 oder Forward-Forward-Moves, wie bei Jin jetzt Forward-Forward-2. Das hier seht ihr, weil er jetzt sozusagen sich an der Wand angelehnt hat. Das ist ein Splat. So, und nach dem Splat kann man immer noch ein Combo weiterführen bzw. anfangen und beenden, okay? So, bei Jin kann ich sowas machen, weil er ein Two-Hit-Ground-Splat hat, kann ich den Gegner nach dem Splat Ground-Splatten oder ich mache es einfach, ich benutze einfach nochmal ein Splat. Ja, ihr könnt aber auch Launchers benutzen. Ihr könnt Launchers benutzen oder ihr könnt Punishes benutzen oder ihr könnt sogar Strings benutzen. Ist euch alles überlassen. Ihr müsst nur gucken, wie euer Wall-Combo mit eurem eigentlichen Combo kommuniziert, sozusagen zusammenspielt. Weil wenn ihr sehr viele Moves für euren eigentlichen Combo benutzt, ja, dann schafft ihr es kaum noch was an der Wand zu machen, wegen der Range, wegen der Abstand. Je mehr Moves ihr für euren eigentlichen Combo benutzt, desto größer wird der Abstand. Und deswegen wird es umso schwerer, einen Wall-Combo bzw. zuerst Wall-Splat und dann Wall-Combo auszuführen. Okay? Das heißt, würde ich jetzt mit sowas splatten, dann könnte ich am Ende da also sowas machen. Ja, weil mein eigentlicher Combo kurz war. Benutze ich jetzt aber sowas. Ganz kurz. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann bleiben mir nur noch diese zwei Moves übrig, weil was anderes hätte gar nicht getroffen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Das war jetzt schlecht von mir. Seht ihr, da müsste ich sogar noch ein Forward-Forward einbauen und bis ich dann bei ihm wäre, wäre der schon wieder gegroundet. Der wäre schon wieder laying, also auf dem Boden. Ich würde ihn gar nicht mehr on-wall kriegen. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Genau das ist es. Ihr müsst es alles on time schaffen. Und je kürzer euer Combo hier ist, ja, desto weniger Range verbraucht ihr und desto einfacher ist es danach, ein Wall-Combo danach noch mit auszuführen. Das gleiche ist es, wenn ich jetzt ein Ground-Splat mache. Dazu wechseln wir jetzt nochmal die Stage. Level-Auswahl. Dafür nehmen wir, warte, wo ist denn der? Der Forgotten Realm, genau. Und dieser Bodenbrecher hat eigentlich denselben Effekt wie ein Wandbrecher. Wenn es ein Balkon ist, weil es gibt es einen Wandbrecher ohne Balkon hier in diesem Game? Ich glaube, doch, gibt es auch. Aber das ist jetzt wurscht. Ich zeige euch jetzt, das ist jetzt erstmal das Wichtigere, weil im Endeffekt das ist das Gleiche, nur das hier in einem anderen Move. Also wenn ihr Balkon bzw. Wandbrecher benutzen wollt, dann braucht ihr einfach einen Splat, einen ganz normalen Splat. Hier, sowas oder sowas. Ja, solche Sachen. Wie ich euch gezeigt habe, damit der Gegner erst, also ja, erst überhaupt an die Wand kommt. Dieses Wall Splat, damit ihr durch die Wand durchfetzt. Ist eigentlich, könnt ihr genau den gleichen Move benutzen wie den hier. Also, ich benutze den Move, um ihn erst gegen die Wand zu splatten und dann, um ihn durch die Wand durchzufetzen. Ihr könnt dafür denselben Move nehmen, ja. Wenn es jetzt mit Katsuya Forward 2 wäre, dann müsste ich erstmal Forward 2 für Wall Splat und Forward 2, um ihn durchzufetzen. Okay?
Also ihr könnt da genau die gleichen Moves nehmen. Das ist dann einfach gemacht. Bei einem Ground Splat ist es aber anders. Wenn ihr Ground Splatten wollt, dann müsst ihr Ground Splat Moves benutzen. Steht es eigentlich so in der, nein, das will ich jetzt nicht, Liste der Angriffe, steht es jetzt eigentlich auch nicht mehr in der Combo-Liste? Nein, steht da auch nicht mehr. Ground Splat erkennt ihr daran, dass ihr den Gegner so runterfetzt, dass er mit dem Kopf nach unten runterfetzt. Also nicht langsam, sondern richtig deftig auf den Boden knallt, ja? Das sind Ground Splats. Und diese funktionieren auch nur nach einem Launcher. Hier. Seht ihr das? So. Gut. Und was ich euch da zeigen kann, ist erstmal, was passiert, wenn ich jetzt einen zu langen Combo mache und danach erst den Ground Splat, okay? So, ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Nur zwei Attacken, maximal drei. Und das lag daran, weil mein Anfangskombo einfach schon zu viel war. Er war schon zu viel. Mache ich aber weniger. Okay, das war jetzt schlecht. Ganz kurz, ich muss einstellen, dass wir wieder hochkommen. Sonst bleiben wir hier unten und das ist schlecht. Bodenbrecher, genau. So, jetzt dauert das ein bisschen. So, und da habt ihr schon die Mechanik wahrscheinlich schon gesehen. Also, ihr könnt entscheiden, ja, ihr könnt entscheiden, nach eurem Launch, ob da ein Juggle reinkommt. Das dürft ihr selbst entscheiden. Was ihr dann auch noch entscheiden dürft, ist, ob nach eurem Juggle entweder der Tailspin kommt und dann der Floor Break bzw. Ground Break. Oder ihr macht es andersrum. Das bleibt nämlich euch auch überlassen. Na komm, gib Gas. Wir können nicht ewig auf dich warten. Was ist los? Der hat keinen Bock auf uns. So. Also, gerade habt ihr gesehen, zuerst Tailspin und dann Floor Break. Und jetzt machen wir es mal andersrum. Zuerst Floor Break. Und dann Tailspin. Okay, der hat nicht getroffen, weil er am Rücken war. Aber nur damit ist es eigentlich völlig egal, ob der Combo komplett durchgezogen ist oder nicht. Hauptsache ihr versteht diese Mechanik, ja? Und das Krasse ist, was der Vorteil auch noch bei einem Ground Break ist. Habt ihr ja gerade gesehen, sobald beide, ich zeig's euch nochmal, achtet mal darauf, was passiert jetzt. Bam, seht ihr? Er fetzt, obwohl er jetzt durch den Boden durch ist, genauso hoch, als ob ich ihn gelauncht hätte. Das heißt, ihr habt genug Zeit, um einen krassen Combo daraus zu machen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wenn ihr direkt einen Ground Splat benutzt, statt einen Tailspin, ja, dann könnt ihr den Tailspin, weil es ja sozusagen Schritt 3 ist eigentlich in der Reihenfolge, ja, Schritt 3, also zuerst Launcher, dann Juggle und dann Tailspin, Schritt 3. Ihr könnt statt Tailspin, na komm, das funktioniert übrigens auch nach Wall Damage, hier den hier machen. Okay, das war jetzt zu nah an der Wand. Ich sag's euch also kurz. Ihr könnt zuerst nach dem Juggle einen Floor Break benutzen und danach noch einen Tailspin. Weil in jedem Combo, nachdem ihr den Gegner gelauncht habt, egal was ihr eigentlich völlig egal, was ihr davor gemacht habt, wenn euer Tailspin noch treffen kann, dann wird er auch ausgeführt. Ob nach einem Floor Break, ob nach einem also Ground Break, ob nach einem Wall Break, ob nach einem Balcony Break, das ist völlig egal. Ihr könnt danach, wenn er noch trifft, wenn ihr mit der Range nicht zu viel gemacht habt, wenn ihr davor nicht zu viel benutzt habt, könnt ihr immer noch danach einen Tailspin benutzen. Immer noch. Ja? Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr schon in so einer Stage seid und ihr wollt ein Combo machen, dann macht Launcher, Juggle, Floor Break und dann erst Tailspin, weil dann könnt ihr hingehen,
Ja, und mit der Wall Carry weitermachen und dann nochmal Wall Damage. Das heißt, ihr habt mindestens das Zweifache drin. Das Zweifache drin von einem normalen Combo. Genau das gleiche wäre es, wenn ihr nah an der Wand seid, die kaputt gehen kann, beziehungsweise Balcony Break, weil Balcony Break ist das gleiche wie Floor Break. Ja, aber nehmen wir jetzt mal Wall Break als Beispiel. Wenn ihr den Gegner gelauncht habt, ja, und dann euer Juggle gemacht habt. Wenn ihr den Gegner gelauncht habt und dann euer Juggle gemacht habt, dann macht zuerst den Splat für den Floor, für den Wall Break, sorry, ich komme da ein bisschen gerade durcheinander. Ja, zuerst Launcher, dann Juggle und dann Wall Break. Zuerst Wall Break, weil nachdem die Wand kaputt gegangen ist durch euren Splat, könnt ihr immer noch einen Tailspin ausführen. Ich glaube, ich kann das euch jetzt sogar noch. Ja, wenn ich sidesteppe. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Ihr könnt selbst nach einem Wallbreak oder nach einem Wallsplat könnt ihr immer noch einen Tailspin haben. Deswegen sollte der Tailspin so weit nach hinten geschoben werden wie möglich in eurem Combo-Schema. Okay? Weil wie wir gelernt haben, zuerst launchen, dann juggeln, dann Tailspin und dann noch irgendein Splat. Ja, ein Finish sozusagen, das Ende des Combos. Und dieser Tailspin sollte so weit wie möglich, je nachdem wie gut ihr eure Kombos könnt, nach hinten geschoben werden. Okay? Deswegen kann ich sowas machen. Habt ihr das gesehen? Dieser Combo war gerade ein Launcher, ein Juggle, ein Floor Break, ein Tailspin, ein Pick-up. Und dann nochmal Wall Carry bzw. Wall Damage mit einem Wall Splat. So viele Kombinationsmöglichkeiten habt ihr. Und je weiter der Tailspin nach hinten kommt, desto besser, also desto breiter kann diese Palette an eurem Combo werden. Ja, würde ich das jetzt so machen, ich zeige es euch jetzt nochmal als Beispiel zum Vergleich. Na komm. 5000 Jahre später. So. Wenn ich jetzt direkt ein Tailspin mache. Und danach ein Floor Break Move. Dann kann ich danach nicht mehr einen Tailspin machen. Der Tailspin, der bleibt nur einmal für ein Combo, okay? Nur einmal. Und das Problem ist, wenn ihr direkt Tailspin macht und dann Floor Break, dann habt ihr mit diesem Tailspin die Range eures Kombos schon so weit getreibt, dass es gar nicht mehr weitergehen kann, weil die Range zu groß ist. Dann könnt ihr nur noch einen Splat-Move machen, wie bei Jin Forward, Forward, Two, und das ist dann noch das Einzige, was zum Schluss treffen kann. Ja, das ist halt das Problem, wenn ihr das in dieser Variation macht. So. Das ist das Einzige noch so, was so richtig treffen kann. Weil wie gesagt, ein Tailspin funktioniert nicht und für einen Pickup müsstet ihr Forward, Forward ein bis zweimal machen, damit ihr nah genug seid, damit es überhaupt trifft. Ja, ich kann mal versuchen, euch ein Beispiel zu geben. Ich mach's mit Down Forward One Four. Die Stage wieder aufgebaut, das braucht Jahre. Also, zack, 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 zack. So, und jetzt Tailspin. Trifft gar nicht mehr. Schmeiß sie mal auf die andere Seite. Zack, 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 zack. So, das war jetzt für Wall Damage, aber jetzt sind wir hoffentlich nicht mehr. So, jetzt dürfen wir nicht mehr gegen der Wand sein. Also, zack, 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 zack. So, seht ihr,
kein Tailspin mehr und ihr könnt nichts mehr machen. Und Pickup Move vielleicht noch, ja, wenn ihr da krass genug seid. Aber das Problem ist, dieser Pickup Move fetzt den Gegner dann so weit weg, dass ihr da gar keinen Anhang mehr findet. Und genau das ist es. Deswegen keep it simple, keep it very, very simple. Lounge, Juggle, Wall Splat. Okay, das war jetzt ehrlich gesagt nicht simpel. Sorry, das war aus Angewohnheit. Ich muss doch gar nicht die ganze Zeit resetten, na come on. Sorry für die Wartezeit. Musst du auch warten mit euch. Also keep it simple, Lounge, Juggle, Tailspin, Splat. Oder Wall Splat. Ja, keep it simple, ganz, ganz einfach halten, selbst wenn es nur sowas ist. Und dann denkt ihr, dann, wenn ihr das drauf habt, dann okay, einfach plus Pickup. Zuerst nur einfach plus Pickup. Hier noch einfacher. Einfach plus Pickup. Oder mit einem Juggle. Einfach plus Pickup. Das ist das erste nach eurem normalen Combo, was ihr machen solltet. Und erst, wenn ihr einfach plus Pickup drauf habt, dann erst Wall Damage, dann das. Und erst, wenn ihr dann Wall Damage drauf habt, erst danach. Erst danach solltet ihr euch an Sachen ranwagen wie Wall Break, Floor Break und das ganze Zeugs. Okay? Dann macht ihr es zuerst mit dem normalen Schema. Ja, ganz, ganz normal. Launcher, Juggle, Floor Break. Das ist die erste Stufe. Zuerst Launcher, Juggle, Floor Break. Als nächstes. Aber dafür müsst ihr halt auch so eine ähnliche Arena nehmen. Macht ihr nicht Launcher, Juggle, Wall Break, sondern Launcher, Juggle, Tailspin, Pickup, Wall Break. Okay? Macht's einfach so. Jetzt mal ohne da drauf zu gucken. Launcher, Juggle und dann ein Tailspin. Okay, zuerst Launcher, dann Juggle, dann Tailspin. Das ist Stufe 1. Launcher, Juggle, Tailspin. Ihr könnt auch, wenn das euch zu kompliziert ist, noch einfacher machen. Launcher, Tailspin. Ja, fangen wir damit an. Launcher, Tailspin. Dann Launcher, Juggle, Tailspin. Okay, Launcher, Juggle, Tailspin. Danach kommt Launcher, Juggle, Tailspin. Pickup. Ihr könntet eigentlich dann auch ein Splat machen, aber das müsst ihr dann selbst wissen. Je nach Größe der Stage. Okay, das ist dann euch überlassen. Also entweder Launcher, Juggle, Tailspin und dann Pickup oder direkt Wall Carry für die Wall Damage. Müsst ihr dann für euch entscheiden. Das ist dann die nächste Stufe. Sobald ihr das dann drauf habt, übt ihr dann nochmal Launcher, Juggle, Tailspin, Pickup. Und Wall Damage. Okay, Launcher, Juggle, Tailspin, Pickup und Wall Damage. Und dann erst ganz zum Schluss, wenn ihr dann Floor Break oder Wall Break machen könnt. Ja, wenn ihr habt ja gerade gesehen, wie das funktioniert. Dann guckt ihr, wie euch das jetzt dann selbst sozusagen am besten mit eurem Charakter aneignet, weil bei jedem Charakter ist es anders. Da müsst ihr selbst gucken, wie es für euch am besten ist. Weil wenn ihr dann macht Launcher, Juggle, Tailspin, Pickup, Wall Damage und dann erst Floor Break, ja, dann war der Floor Break wahrscheinlich das letzte von dem Combo. Oder der Ground Break. Vielleicht noch ein Forward Forward 2 oder sowas. Ja, deswegen müsst ihr gucken,
wie mixt ihr das Ganze ab? Aber am Anfang fängt man eigentlich immer an mit einem Launcher. Juggle ist jetzt nicht so nötig, aber wenn ihr jetzt eine Arena habt, keine Wand, kein Break, gar nichts, dann ist das Standard-Schema Launcher, Juggle, Tailspin. Und wenn es da noch die Möglichkeit gibt, aber nur wenn ihr das dann wirklich schafft mit dem Forward-Forward und ihr das mit dem Launcher, Juggle, Tailspin drauf habt, dann kommt Launcher, Juggle, Tailspin und ein Splat-Move. Okay? Ganz simpel. So, und das hier klingt zwar nach viel, aber das ist eigentlich das Grobe. Eigentlich schon, ich habe sozusagen schon unten angefangen, unten das Grobe genommen und diese ganzen Einzelheiten, ja, wo man jetzt denkt, so, was ist das für eine Attacke und dies und das, so diese ganzen Einzelheiten, die kommen erst im nächsten Part, weil ich wollte es zuerst grob und übersichtlich machen. Das sind nur die groben Begriffe und im nächsten Part wird es dann etwas komplizierter. Weil zum Beispiel, ich habe euch gesagt, macht einen Tailspin, ja? Macht einen Tailspin, okay? Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesem Tailspin zum Beispiel, wo ich nur vordrück? Und warum gibt es dann Tailspins mit 1-2-4? Ja? Das klingt jetzt so, als ob ich das euch einfach erklären könnte. Aber wenn ich damit anfange, dann muss ich tiefer in die Materie greifen bzw. ins Detail gehen. Und genau deswegen habe ich mir das für den nächsten Part aufgehoben. Okay? Das besprechen wir dann alles. Und wie man dann solche Sachen halt, diese Details. Okay? Also ganz einfach, für die ganz einfachen, für die Beginner überhaupt. Launcher, Tailspin. Mehr nicht. Launcher, Tailspin. Das ist das Erste, was ihr macht. Ihr guckt euch die Attacken an. Ihr könnt die Demos laufen lassen. Ihr geht auf Liste der Angriffe. Ihr seid ganz oben. Ihr macht jetzt nicht die Rage Art, sondern die erste Attacke. Ihr drückt X. Das wird euch gezeigt. Okay, kein Launcher. Okay, da ist dieses Symbol. Das ist ein Tailspin. Also immer noch kein Launcher. Immer noch kein Launcher. Immer noch keiner. Immer noch keiner. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich mache mal jetzt ein bisschen fast forward. So. Und dann seht ihr, aha, der launcht ja, der fetzt den Gegner hoch. So. Und dann merkt ihr euch diese Attacke. Ihr könnt sogar hier dann, wenn ihr da seid, drückt ihr einfach auf Dreieck bzw. 2. Und dieser Move wird euch angezeigt. Und dann übt ihr erstmal Linie. Okay, das ist ein Launcher, das ist ein Launcher. Damit fängt man Combo an. Damit fängt man Combo an. Okay? So. Und dann, wie gesagt, dann geht ihr wieder rein. Okay, den habe ich jetzt drauf. Dann gucke ich, wo ist ein Tailspin? Da war gerade einer. Okay, da, grünes Symbol. Einfach nur ein Four. Okay, zuerst Launcher, dann Tailspin. Launcher, Tailspin. Launcher, Tailspin. Das ist das Zweite, was ihr macht. Okay? Und damit wäre es eigentlich schon völlig okay. Damit wäre es schon völlig okay, weil ihr dann schon sozusagen die Basics für einen Combo drauf habt. Dann habt ihr die Basics schon. Ja? Und dann macht ihr einfach dazwischen ein 1-2, wenn ihr Launcher Tailspin könnt. Ja? Die meisten machen das Gleiche im 1-2. Das ist so Universal-Move. Ja? Macht ihr Launcher, 1-2, Tailspin. Launcher, 1-2, Tailspin. Launcher, 1-2, Tailspin, sobald ihr das drauf habt. Und dann könnt ihr gucken, okay, statt 1-2, gucke ich mal, was sind auch zwei Schläge, damit die Range genauso kurz bleibt, ja? Und macht danach mein Tailspin. Und hey, es sind mehr Moves, es nimmt mehr ab und es funktioniert immer noch. Ja? Würde ich jetzt sowas machen, dann funktioniert es nicht mehr, weil das ein Splat war. Kein Juggle, keine Carry. Ja, deswegen guckt, was ihr da benutzen könnt. Das ist der nächste Schritt, den ihr lernt dann. So. Ihr könnt auch zwischendrin pausieren, so, damit ihr sozusagen mit mir mitgeht, ja? So. Und dann habt ihr das drauf. Und dann sagt ihr, okay, jetzt will ich
jetzt will ich einen besseren Launcher drauf haben, aber ihr müsst immer noch gucken, dass er trifft. Ja, weil wenn er nicht trifft, wenn ihr zwar vieles macht, aber er trifft nicht hundertprozentig jedes Mal bei jedem Versuch, dann geht wieder einen Schritt zurück, weil dann bringt es auch nichts. Ihr sollt euch nicht irgendwas erzwingen, was im Endeffekt gar nicht funktionieren wird. Das ist komplett sinnlos, Zeitverschwendung und es wird euch nur auf die Nerven gehen. Totaler Bullshit. So, dann mache ich Launcher, Juggle, Tailspin. Mehr Moves, nimmt mehr ab, trifft immer noch. Und ab da macht ihr einen Cut. Ab da macht ihr einen Cut. Mehr lernt ihr nicht. Mehr lernt ihr zuerst nicht. Ich habe euch zwar jetzt mehr gezeigt, aber mehr lernt ihr zuerst nicht, okay? Ihr lernt zuerst nur dieses 3-Stufen-Basic. Und erst nachdem ihr wirklich alle Möglichkeiten, wirklich jede einzelne Möglichkeit von eurem Charakter auswendig gelernt habt, mit diesem 3-Stufen-Prinzip, ja? Erst wenn ihr das alles drauf habt, jede einzelne Attacke, jeden einzelnen Launcher mit jeder einzelnen Carry und jeden einzelnen Tailspin, der im Combo trifft, jede Combo, der trifft, erst wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr mit den Pickups bzw. Floor Breaks, Ground Breaks, weiß ich nicht was, könnt ihr erst anfangen. Erst dann und nicht davor. Zuerst diese 3-Step-Methode für den Combo. Launcher, Juggle, Tailspin, beziehungsweise für die, die es schwieriger haben, Launcher, Tailspin. Mehr nicht. Okay? Und damit wäre es das eigentlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir dann mehr ins Detail gehen, wo ich euch sage, welche Attacke ist was überhaupt. Weil, wie gesagt, warum ist das hier ein Tailspin nur eine Attacke und dann hier erst am Schluss und so weiter. Und diese ganzen Einzelheiten von diesen Attacken werde ich euch dann im nächsten Part verraten, aber ganz ehrlich, schaut euch den nächsten Part überhaupt nicht an, wenn ihr das hier nicht komplett drauf habt. Weil wenn ihr das hier nicht komplett drauf habt, dann wird euch der nächste Part nur verrückt machen, weil da geht es wirklich ins Detail. Der wird euch nur Kopfzerbrechen herbeirufen, was auch immer. Ja? Dann kommt dann Shenlong und wünscht sich Kopfzerbrechen für euch. Okay? Deswegen, fuck it. Macht es simpel, lernt es auswendig in jeder einzelnen Art und Weise und Methode, die es überhaupt nur gibt mit eurem Charakter. Und dann erst könnt ihr weitergehen. Zuerst diese 3 Steps, dann alles andere und dann kommt mein nächster Part, okay? Gut, dann wär's das soweit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich glaube, wir müssen jetzt keine Wiederholung machen, weil dieses Wort Launcher Juggle Tailspin habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Und wie gesagt, guckt es euch so oft wie möglich an, pausiert es, geht mit, wenn nötig, und dann habt ihr die Kombos drauf. Aber zuerst die 2 Videos davor, ja? Zuerst Part 1, dann Part 2 und dann Part 3. Und nicht direkt von Part 1 auf Part 3, das bringt es nicht. Ja? Und merkt euch von meinem damaligen Pass, wenn der Fight beginnt, kommt ihr nicht direkt mit Launcher, Juggle, Tailspin, nein. Er macht einen Backdash bzw. hält hinten oder unten, um euch erst zu verteidigen, um Abstand zu suchen. Kommt nicht auf den dummen Gedanken direkt jetzt. Combo, 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 Combo-Maschine. Eine sehr schlechte Schiene, auf die ich euch schieben würde. Macht es nicht. Und damit verabschiede ich mich. Word.